gebührt Sie wohl ein herzliches Willkommen heute an diesem Dienstag, und zwar nach dem Pfingstfest zu Reinis Zeitgedanken und, auch wenn es nachmittags ist, zu Losung und Lehrtext. Am Eingang haben wir gesehen, dass die Gänse marschierten, oder ja, wir kennen das Bild auch von den Enten, es ist eigentlich egal, sie laufen schnurstracks immer einer hinterher. Ums Hinterherlaufen geht's oder wem sollen wir folgen? Darum geht es heute in Losung und Lehrtext. Schauen wir doch mal hinein, was die Texte uns heute so vor Augen stellen. Da heißt es: Dient dem Herrn von ganzem Herzen und weicht nicht ab, folgt nicht denen, die nicht sind, die nichts nützen und nicht retten können, denn sie sind nichts. Das ist eine Abschlussrede von vielleicht zweien, nämlich von Samuel, der alt geworden ist und jetzt deutlich werden lässt, dass das Volk Israel sicherlich vieles Schlimmes getan hat und viele, viele Vergehen auch mit sich schleppt, aber dass sie doch jetzt bitteschön von ganzem Herzen dem Herrn dienen sollten und ihm nachfolgen sollten und darauf Wert legen sollten, dass sie ihn nicht aus dem Blick verlieren, denn, so begründet er das, Gott hat mit dem Volk Israel Großes vor, er wird dieses Volk nicht untergehen lassen. Und deshalb ist es ihm hier so wichtig, noch einmal in seiner Abschiedsrede deutlich werden zu lassen, dass es gilt, diesem Herrn zu folgen. Und er sagt auch in dieser Abschiedsrede, wer sich also nicht nach Gott richtet, der wird auch verloren gehen, und zwar vom Volk. Und deshalb ist es eine eindrucksvolle Abschiedsrede, die ganz fest ans Herz legt, doch sich nach Gott auszurichten, nicht zu verzweifeln, keine Angst zu haben, weil man vielleicht Böses und Schlimmes im Gepäck hat, sondern darauf zu setzen, dass Gott es gnädig mit einem halten wird. Und das ist ein wunderschöner Spruch heute auch an diesem Dienstag der neu beginnenden Arbeitswoche, die ja verkürzt ist. Wer mir dienen will, der folge mir nach, und wo ich bin, da soll mein Diener auch sein, heißt es im Johannesevangelium. Und hier spricht Jesus eigentlich ein paar Abschiedsworte, denn er sagt, jetzt ist die Zeit gekommen, dass der Menschensohn verherrlicht wird im Johannesevangelium. Und deshalb hier die ganz große Aufforderung, wer mir dienen will, der folge mir nach. Das heißt eigentlich, dass Nachfolge auch immer sehr, sehr angefochten sein wird, dass Nachfolge nicht einfach ist, sondern dass Nachfolge, ja, wie wir es an einer anderen Stelle hören, auch heißt, das Kreuz auf sich zu nehmen. Aber er sagt zu, wo ich bin, da soll auch mein Diener sein. Er weist also ganz klar den Ort zu, wo wir unterwegs sein werden, wenn wir ihm nachfolgen, nämlich dort, wo Jesus ist. Und das ist hier doppelbödig gemeint. Einmal auf der Welt dort zu sein, bei den Ausgegrenzten, bei denen, die Hilfe brauchen, bei denen, die uns am nächsten stehen und uns zugewiesen werden, so könnte man sagen, durch die Stunde und durch den Ort, wo wir helfen können, aber wir werden auch dort sein, dann wo Jesus ist, das heißt also auch das ewige Leben bekommen. Und so ist das eine doppelte Zusage, dass er bei uns ist, dass er uns nicht allein lässt, sondern dass er uns bei der Nachfolge ganz nah an der Seite ist. Und das ist doch aufmunternd in beiden Abschiedsworten, eigentlich in beiden Reden, dass Gott seine Zusicherung kundtut. Und dass wir uns nicht ängstigen müssen, sondern dass wir tatsächlich, so wie es ist, uns in die gnädige Hand Gottes geben können und wissen dürfen, dass er für uns eintritt, auch in Zeiten, wo es alles andere als einfach ist, in die Nachfolge zu gehen, wo die Schikanen größer werden, wo man so einfach, wenn man zum Glauben steht, nicht mehr emporgehoben wird, wie das durch viele Jahrzehnte gewesen ist. Ja, die Zeiten ändern sich und deshalb möchte ich einfach Mut machen, trotzdem, genau wie diese beiden Worte, am Wort des Herrn, also an Gott festzuhalten. Die Straße des Lebens komme uns entgegen, der Wind stärke uns den Rücken, der Regen falle sanft auf unsere Köpfe, die Sonne scheine warm in unser Gesicht, die Glut in unserem Herzen verlösche niemals, bleiben wir geborgen in der tiefen und gnädigen Hand Gottes von nun an bis in alle Ewigkeit. Werden Sie gesund oder bleiben Sie gesund, passen Sie gut auf sich auf, und meine größte und wichtigste Bitte, bleiben Sie mit Gott verbunden. Auf Wiederloge.